166.000 Euro. Eine neue Rekordsumme. So viel sammelten die Golfer beim 32. Kaisercup zugunsten der Franz Beckenbauer Stiftung. Eins stand fest: Zum Gewinnen war hier niemand gekommen, sondern nur um Spaß zu haben, gemeinsam zu spielen und die Stiftung zu unterstützen. Ja, das Schöne ist, dass man was für einen guten Zweck tun kann. Und gerade für meinen Freund Franz Beckenbauer macht man es besonders gerne. Schade, dass das Wetter nicht mitspielt. Aber normal beim Golfen bin ich ein schöner Wetterspieler und ich spiele ungern bei Regen. Aber man kann sich's nicht aussuchen und für einen guten Zweck lassen wir uns auch mal nass rechnen. Die VIP-Charity-Veranstaltung lockt jährlich zahlreiche prominente Gäste aus der ganzen Welt in den niederbayerischen Kurort Bad Griesbach. Auf den beiden Bernhard-Langer-Plätzen in Penning, dem Beckenbauer Golfkurs und dem Porsche Golfkurs reihten sich nicht nur in diesem Jahr zahlreiche Teilnehmer zum Abschlag auf. Ja, es sind sehr viele Prominente, die uns eigentlich seit 32 Jahren begleiten. Bulle Roth ist fast immer dabei, Sascha Hehn ist fast immer dabei, Andi Brehme bis auf zwei, dreimal immer dabei, Rico Groß, Marianne und Michael Hartl, Johnny Logan, der gestern wieder eine sensationelle Show am Abend geboten hat, 350 Gäste, die getanzt haben, die vor allem prominent sind in diesem Eagles Charity Golf Club, die diese Veranstaltung seit 32 Jahren unterstützen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil je mehr Prominente, desto mehr Werbung, desto mehr Gäste, die dabei sein wollen und desto mehr Erlös für die Franz Beckenbauer Stiftung. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Franz Beckenbauer in diesem Jahr leider den aktiven Golfern nur zusehen. Trotzdem ließ er sich die traditionelle Eröffnung durch den Kanonenstart am Samstagvormittag nicht nehmen. Das Turnier hat bereits eine lange Historie und ist aus dem niederbayerischen Kurort Bad Griesbach nicht mehr wegzudenken. Ja, es ist das längste Charity-Golf-Turnier Deutschlands. Also Herr Beckenbauer sagt ja immer, die Urzelle des Charity-Golfens wurde hier vor 32 Jahren mit unserem Gründer und unserem Golfclub-Präsident Alois Hartl hier in Bad Griesbach gegründet und ohne Unterbrechung in der 32. Auflage auch dieses Jahr wieder fast 240 Spieler am Turniertag, obwohl ja die Prognose nicht so gut war, aber wie sie immer ist beim Kaiser, zwar kein Kaiserwetter, aber es ist spielbar. Und so waren auch in diesem Jahr wieder rund 40 prominente Teilnehmer beim Kultturnier dabei. Für sie verliert die Veranstaltung auch bei ihrer 32. Auflage nicht an Bedeutung. Naja, für mich ist das ein Familientreffen, weil ich das mache ja auch schon seit sicher schon 20 Jahren mit, für die Eagles. Und das Besondere ist natürlich, dass wir das für einen guten Zweck tun und mit Freunden zusammen, Kindern und Menschen, die also unglücklich sind oder Pech hatten im Leben, zu helfen. Das ist eine großartige Sache. Und das zusammen ist eine Mischung, die ist unschlagbar. Ich bin auch ganz froh, dass es vom Zeitlichen her mal wieder klappt, dass ich mal wieder mitmachen darf. Freut mich natürlich ganz sehr. Zum 32. Mal ist natürlich wie immer Ehre, für den Kaiser mitspielen zu dürfen. Und hoffen wir natürlich nur das Beste. Eins merkte Franz Beckenbauer zuletzt noch an. Beim 33. Kaisercup ist er dann ganz sicher wieder mit dabei. Ob die Rekordspendensumme von 166.000 Euro am 18. Juli 2020 noch getoppt werden kann, wird sich zeigen.